Ich heiße Sie bei der Veranstaltungsreihe Zachor der Claims-Konferenz herzlich willkommen. Zachor ist hebräisch und bedeutet erinnern. Da wir bei unserer Live-Schaltung technische Schwierigkeiten hatten, die wir vor einigen Tagen durchführen wollten, haben wir das Gespräch auf heute verschoben. Ich hoffe, dass es dem regen Interesse keinen Abbruch getan hat. Heute Abend ist der 8. Tag Chanukka und ich wünsche Ihnen im Namen der Claims-Konferenz Chag Sameach. Zu Chanukka feiern wir den Sieg der Makkabäer und die Wiedereinweihung des Tempels, den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit. Aber mit Chanukka verbinden wir als Claims-Konferenz auch, dass wir als jüdisches Volk die nationalsozialistische Herrschaft in Europa und Nordafrika überlebt haben. Das aber unter immensem Leid für den Einzelnen. Mit der Veranstaltungsreihe Zachor möchten wir zeigen, welche weitreichenden Folgen die Shoah für uns und für unsere heutige Gesellschaft hat. Das heutige Thema ist die Shoah im Klassenzimmer. Wie steht es um Ihre schulische Vermittlung? Bevor ich mit meinen Gästen darüber spreche, begrüßt uns die Familienministerin Frau Giffey und leitet mit ihrer Videobotschaft gleichzeitig in das Thema ein. Ein herzlicher Gruß aus dem Bundesfamilienministerium zur Claims-Konferenz Zachor, erinnere dich. Heute geht es um die Shoah im Klassenzimmer und darum, wie wir erinnern, bewahren und erhalten können. Auch wenn wir in einer Zeit leben, in der diejenigen, die berichten können von dieser Zeit, immer weniger werden. Wie geht man damit um, mit den Fragen, wie war das damals eigentlich? Wie konnte es so weit kommen? Und wie kann man erzählen und berichten, auch ohne die Augenzeugen von damals? Wie können wir das im Klassenzimmer gut gestalten und wie können wir auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen, dass diese Themen auf dem Schulhof auch eine Rolle spielen? Das Bundesfamilienministerium fördert mit seinem Bundesprogramm Demokratie leben seit diesem Jahr das große Kompetenznetzwerk gegen Antisemitismus in Deutschland. Wir unterstützen Gedenkstättenfahrten mit unserem Programm Jugend erinnert. Wir fördern Respektcoaches, die in den Schulen dafür sorgen, dass darüber gesprochen wird, was Vorurteile, Antisemitismus, Rechtsextremismus, jede Form von Extremismus und Menschenfeindlichkeit bedeuten. Und wir wollen, dass die Erinnerung an die Shoah bewahrt bleibt und auch Gegenstand der Auseinandersetzung in Schule, Schulhof und Klassenzimmer bleibt. Sie werden diskutieren über das Gedenken und Erinnern und die wichtige politische Bildungsarbeit der Zukunft. Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür, spannende Diskussionen, einen guten Austausch und kraftvolle Ideen, damit Erinnern und Gedenken bewahrt bleibt und politische Bildung auch in Zukunft gut gestaltet werden kann. Herzliche Grüße aus dem Bundesfamilienministerium. So, wir haben die Bundesfamilienministerin Giffey gehört. Die Erinnerung an die Shoah bewahren und sie zum Gegenstand der Auseinandersetzung in Schulen, Schulhöfen und Klassenzimmern machen. Herzlich willkommen, Herr Levy. Sie waren jahrelang selbst Leiter und Rektor in Frankfurt am Main. Lehrer und Rektor in Frankfurt am Main. Heute sind Sie Leiter des Pädagogischen Zentrums am Jüdischen Museum in Frankfurt und arbeiten unter anderem mit Schulklassen. Wird die Erinnerung an die Shoah in Schulen, Schulhöfen und Klassenzimmern gewahrt? Was ist Ihr Eindruck? Ja, ich habe diese Frage befürchtet, die gleich zu Beginn kommen wird. Und sie ist nicht mit definitiv Ja und Nein zu beantworten, weil da die Aktivitäten zur Erinnerung in den Schulen sehr differenziert sind, sehr unterschiedlich sind. Und ich würde der aktuellen Situation nicht gerecht werden, wenn ich jetzt eine eindeutige Antwort hätte. Es gibt sowohl sehr positive Beispiele, sich mit dem Thema Shoah in der Schule auseinanderzusetzen. Es gibt aber auch erschreckende Erkenntnisse, wenn diese Auseinandersetzung nicht gut war oder gar nicht erfolgt ist. Meine letzte Begegnung mit dieser schrecklichen Auseinandersetzung oder mit dieser schrecklichen Lücke
in diesem Thema war vor ungefähr 3 Wochen. Da hatten wir noch einmal eine analoge Begegnung mit einer Berufsschulklasse. Da fragte dann, es ging eigentlich in diesem Setting um das Thema Religion, also Islam, Judentum, Christentum und so ein Gespräch mit Vertretern dieser Religion. Und dann kam das eben mit Judentum, dann wurde ich gefragt, sagen Sie mal, was haben die Juden eigentlich getan, dass sie ermordet wurden? Und darauf eine Antwort zu geben, die nicht länger als 2 Minuten ist und alle verstehen, ist natürlich nicht möglich. Zeigt mir aber, welche Lücken sie doch in ihrer schulischen Sozialisation hatte, um so eine Frage zu stellen, wobei ich nicht verurteile, wenn sie so etwas fragt, das ist besser, als wenn man nicht fragt. Aber der Antwortende hat da wenig Chancen, wirklich etwas zu erklären, dekonstruieren oder Verständnis für die Zusammenhänge zu sorgen. Also dann kann ich zusammenfassen, würde ich sagen, ich verstehe Sie so, dass es keine, sagen wir mal, keine einheitliche Antwort darauf gibt, weil es in vielen Schulen, Bundesländern oder auf anderer Ebene zu unterschiedlich gehandhabt wird oder auf Lehrerebene auch zu unterschiedlich gehandhabt wird, als dass man da so ein Gesamtbild schaffen kann. Ja, ja also genau. was einheitlich ist, natürlich ist, gehört zum Lehrplan, in der Regel in der 9. Klasse. Wie die Schule dann diesen Lehrplan, diese Curricula umsetzt, das bleibt mehr oder weniger der Schule überlassen. Wie weit die Lehrer, Lehrerinnen fortgebildet werden, befähigt sind, das zu vermitteln, bleibt auch dem der Schule, ob sie, wie tief sie da einsteigt, überlassen. Die andere, ich will es nochmal kurz ergänzen zu dem Gespräch, was wir hatten mit der Schulklasse. Dann fragte ich nochmal in der Runde, wisst ihr denn, was Holocaust bedeutet? Und da waren es dann eben 3 von 15 Schülerinnen, die etwas dazu sagen konnten. Wir werden später nochmal gezielter darauf eingehen. Und ich möchte jetzt gerne unseren zweiten Gesprächsteilnehmer vorstellen, Leo Kasin. Leo, wir kennen uns seit Jugendjahren. Du bist Regisseur des Filmes Das Unwort. 5 Millionen Menschen haben diesen Film gesehen. Das hat mich total überrascht. Und am nächsten Tag haben, was mich ebenfalls überrascht hat, viele bekannte nationale und regionale Zeitungen diesen Film rezensiert. Hast du deiner Meinung nach einen gesellschaftlichen Nerv mit diesem Film getroffen? Und wenn ja, welchen? Das ist schwer zu sagen. 5 Millionen Zuschauer ist eine beachtliche Zahl, aber natürlich nicht zu vergleichen mit einem Tatort, der noch mehr Zuschauer hat, 8 bis 12 Millionen. Ich war trotzdem überrascht. Also der Sender und ich haben mit weniger Zuschauern gerechnet. Also wir waren überrascht, dass das Interesse da ist. Und es zeigt schon, dass die Geschichte und die Shoah doch, auch wenn ich Herrn Levy recht gebe und ich natürlich in meinen Recherchen gesehen habe, dass bei Schülern viele Lücken bestehen, aber die Shoah ist doch ein Teil des deutschen Bewusstseins. Also ein Interesse ist da. Und das hat natürlich das Interesse und die Zuschauerzahlen gezeigt. Ich denke auch, dass der Film einen gewissen Nerv getroffen hat mit dem Thema Shoah und Antisemitismus zusammen. Und dass man ja, wie du auch gesagt hast, dann eher doch mit diesem Thema nicht sozusagen am Ende ist letztlich, ja. Ich freue mich auch, Sie, Frau Lorenz, heute bei uns willkommen zu heißen. Sie sind Wissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und haben verschiedene Studien zum Thema Shoah und Antisemitismus an Schulen gemacht. In einer dieser Studien setzen Sie sich auseinander mit der Fortbildung deutscher Lehrer in Yad Vashem. Ist eine solche Fortbildung die Lösung des Problems? Genau, sie ist zunächst mal ein Setting, an das ganz viele Erwartungen gerichtet werden von Bildungsministerien und auch von den LehrerInnen aus Deutschland selbst, die dort ganz viele Antworten suchen auf Fragen, die in dem Film auch gut abgebildet werden und an dem, was auch schon gesagt wurde. Einmal Fragen nach der Vermittlung, aber auch Antworten suchen auf die Frage, wie mit Antisemitismus umgehen an Schulen.
Und die eine Frage wäre jetzt, ob so eine zweiwöchige Weiterbildung dafür der geeignete Ort ist. Aber ich würde erstmal auf die Themen eingehen, die die LehrerInnen selbst thematisieren. Also es sind rund 80 LehrerInnen aus verschiedenen Bundesländern gewesen. Und ich würde das, was Manfred Liebe gesagt hat, absolut bestätigen. Es zeigt sich eine ganz große Bandbreite an Fragen, Bedarfen. Einerseits in Bezug auf die eigene Auseinandersetzung, aber dann auch eine Art Ratlosigkeit in Bezug auf die SchülerInnen und die Einschätzung der LehrerInnen über die Schüler. Das ist ja auch eine Zuschreibung von Lehrern an Schüler, ne? Das ist nicht die Schüler direkt, variiert auch sehr breit. Also einmal von, wir erreichen die Schüler nicht mit dem Thema, bis hin zu, das Thema hätte eine Art Renaissance und würde ein neues, es gäbe ein neues Interesse für das Thema. Also auch hier so ein unklares Bild. Also auch Fortbildung aus der wirtschaftlichen Seite. Ja. Kein eindeutiges Bild. Ich möchte noch ein bisschen vertiefen und auf die Vermittlung der Schwa eingehen. Die Schwa steht in jedem Lehrplan und ist Pflichtstoff für die 8. und 9. Klasse. Und das haben Sie eingangs ja auch gesagt, Herr Levy. Zugleich beklagen viele Schüler, dass der Holocaust ein Dauerthema an der Schule sei. Auf der anderen Seite gibt es die Körber-Stiftung, die eine Umfrage gemacht hat bei Schülern zwischen 14 und 16 Jahren und mit dem erschreckenden Ergebnis herausgekommen ist, dass 47% der Schüler zwischen 14 und 16 Jahren nicht wissen, dass Auschwitz ein Vernichtungs- und Konzentrationslager ist. Frage mal an die Runde und aus Ihrer eigenen Erfahrung, was läuft schief in der Vermittlung der Shoah? Oder was wird überhaupt, wenn wir sagen, die Shoah ist Pflichtstoff, was wird da überhaupt vermittelt, was wird da überhaupt unterrichtet? Ja, Herr Levy, machen Sie. Ja, also zum einen, also ich kenne dieses subjektive Gefühl, wir wurden in unserer ganzen Schulzeit ständig mit Shoah und Holocaust konfrontiert. Das sagen meistens junge Erwachsene, also Schülerinnen eigentlich noch nicht, weil sie ja erst in diesem in Anführungszeichen Prozess sind, das zu erleben. Ich glaube, es hat nichts mit der Realität zu tun, wie weit diese Themen wirklich vermittelt wurden, sondern es ist eine subjektive Abwehr, finde ich, also eine Abwehr gegen dieses Thema. Und das löst man, indem man überlegt, warum ist das? Und das ist dann einfach, weil angeblich die Lehrerinnen das in Deutsch, in Politik, in Ethik, in Religion, in Kunst ständig das Thema Shoah oder vielleicht auch Juden reingebracht haben. Und dann gibt es aber wiederum andere Beispiele, nachdem Schülerinnen diese Schulzeit verlassen, sind sie noch viel mehr sensibilisiert für die Themen, die rund um die Shoah sind, aber auch für die Verantwortung, die sich aus diesen Ereignissen gibt. Das heißt, wir haben wieder eine Vielfältigkeit und es gibt ganz verschiedene. Aber was in meinem Alltag begegne ich sehr oft mit jungen Erwachsenen, es ist vor 3 Wochen mir passiert, bei einer Art kleiner Geburtstagsfeier, dass mich eine Frau plötzlich unvermittelt sagte, also ich wurde, es war überhaupt nicht das Thema, in meiner Schulzeit ständig mit dem Thema Holocaust konfrontiert und ich schaute sie an und sagte, naja, und daran sind wir schuld, die Juden, nehme ich an. Weil ich glaube, zu keinem anderen in dem Raum hätte sie das gesagt, aber Juden waren die Adressaten. Darüber kann man nachdenken und vieles sagen. Ja, Frau Lorenz, was würde Ihnen einfallen bei diesem Thema? Genau, also dieser Mythos, es würde so unglaublich viel unterrichtet, das reflektieren Lehrer auch zum Teil selbst. Also ein Lehrer in der Weiterbildung sagt wörtlich, das sei eine Schutzbehauptung, diese Vorstellung, es gebe diesen endlosen Unterricht, denn wenn es so viel unterrichtet würde, würden die Schülerinnen mehr wissen, so wird es quasi argumentiert. Was aber vielleicht dazu beiträgt, zu diesem Eindruck, es wäre so überpräsent, ist genau auch dieser angesprochene Punkt, dass es schon an vielen Stellen in der Schule eingebracht wird, punktuell Literatur, Kunst, Religion, also sozusagen angetickt wird, dabei aber durch LehrerInnen, die überwiegend, nicht nur, aber überwiegend selbst Nachkommen der Täterinnengesellschaft sind, also selbst in einer spezifischen Beziehung zur Täterinnengesellschaft stehen und da auch einen eigenen, ja, das wird zum Teil mit dem Begriff der Gefühlserbschaften gefasst, also sozusagen eine
eine gebrochene, vielleicht auch verzerrte Narration über die Shoah und über den Nationalsozialismus haben, die möglicherweise auch dazu beiträgt, dass ihre Vermittlung in einer spezifischen Form bei den Schülerinnen ankommt, bei der die Schülerinnen merken, da werde ich adressiert, da wird was angesprochen, auch als besonders hervorgehoben, als ein besonders wichtiges Thema. Und trotzdem bleibt etwas distanziert oder etwas abstrakt, weil das kann ich nicht völlig verallgemeinert auf alle LehrerInnen sagen, aber in biografischen Interviews mit Lehrerinnen zu ihrer eigenen Vermittlung wird eben deutlich, dass Lehrer selbst überwiegend in der Familie, sofern sie aus Familien von Nichtverfolgten kommen, nicht von Eltern und anderen Familienangehörigen über die Shoah gelernt haben, sondern selbst in eher abstrakten Bezügen, Schule, Gedenkstätten, Literatur und entsprechend einen hohen emotionalen Bezug haben durch die hohe Präsenz, die das Thema in Deutschland hat, durch Gedenkkultur und zugleich eine eigene Verbindung fehlt, die dann auch die Vermittlung möglicherweise erschwert und zu diesem Eindruck kommt, es sei so präsent und doch ist wenig Bezug am Ende angekommen. Leo, also Frau Lorenz sagt, es geht nicht nur um was vermittelt wird, sondern auch wie vermittelt wird. Du hast eigene Erfahrung gemacht, du hast auch Erfahrungen oder du hast auch Recherchen für deinen Film gemacht. Hast du dazu, was ist dein Standpunkt dazu? Ich habe tatsächlich Recherchen gemacht, aber ich war selbst auch Schüler an Berliner Schulen und das, was Herr Levy und Frau Lorenz sagen, habe ich natürlich selbst, also meine Erfahrung war, ich gehörte nicht zu der, also meine Eltern und Großeltern oder die Familie gehörte nicht zu der Tätergesellschaft, aber das Thema, und das ist tatsächlich, vor allem in unserer Generation war das ganz groß, es gibt nur Holocaust, Holocaust, Holocaust in der Schule, weil viele unserer Mitschüler oder meine Mitschüler tatsächlich, das war historisch, was einem am nächsten lag, aber doch sehr abstrakt behandelt wurde. Also Französische Revolution liegt weit zurück, ist vielleicht die Grundlage der heutigen Demokratie, aber die Shoah war etwas, was jeder bei uns in der Klasse, also familiär verbunden war. Aber es wurde nie darüber gesprochen. Und das ist auch diese subjektive Wahrnehmung, was, wie Sie sagen, Herr Levy, die subjektive Abwehr, die war bei jedem groß. Und die zieht sich bis heute weiter. Ich habe also in dieser Abwehrhaltung von Lehrern und aber auch von Schülern und der nächsten Generation habe ich das Gefühl, dass man sozusagen eine Distanz sucht und dass die Jugendlichen wirklich weniger wissen als wir, weil das wird immer abstrakter behandelt. Das heißt, wir sind jetzt die Generation, die Elterngeneration, die auch in meinem Film besprochen wird. Und unsere Kinder haben sozusagen, für die wird es immer noch mehr in die Ferne gedrückt. Also das heißt, sie fühlen sich auch gar nicht mehr als Teil dieser Geschichte. Da war irgendetwas, aber keiner will mehr damit zu tun haben. Ja, und das Unwissen ist ziemlich groß. Ja, du sprichst also über Distanzierung in der Vermittlung der Shoah bei den neuen Generationen. Und das als sozusagen Unterschied zu der Generation, zu unserer Generation, die Generation der 40- oder 50-Jährigen. Ich würde noch mal kurz drauf eingehen, auf die Frage, was genau wird denn vermittelt in der Shoah? Ich weiß, das ist höchstwahrscheinlich jedem Lehrer selbst überlassen, wie er das macht. Aber die Frage ist, gibt es gewisse Punkte, die besprochen werden müssen? Oder ist das wirklich so offen? Vielleicht Herr Levy und Frau Lorenz. Ja, also natürlich, es gibt ja einen Lehrplan in jedem Bundesland, der schon nicht nur das Thema Holocaust oder NS-Zeit oder Dritte Reich beschreibt, sondern da gibt es ja verschiedene Aspekte und mit Themen, die mit behandelt werden sollen. Ich glaube, das ist auch nicht das Problem, dass man die falschen Schwerpunkte setzt, sondern dass man die falsche pädagogische, didaktische Vermittlung macht. Ich würde sagen, es gibt so zwei Extreme. Das eine sind, so war es an meiner letzten Schule, da steht dann im Lehrplan, in 9. Klasse fährt die, in der 9. Klasse fahren die Klassen nach Buchenwald und besuchen eine Gedenkstätte. So, und damit denkt man, hat man schon 80% des Themas erledigt. Ich habe es selbst miterlebt, dass dann bei dieser Fahrt eine sehr hohe emotionale Erwartung von Seiten der Lehrerin
Es steht, dass eine sofortige Betroffenheit eintritt, wenn die Schülerinnen sehen, was da passiert ist. Und wenn das nicht passiert, aus verschiedenen Gründen, dass man zum Beispiel lacht vor einem Objekt, was nicht zum Lachen ist, oder ein Selfie macht vor einem Denkmal, dann wird das so passieren, oft sehr große Überreaktionen. Was auch nicht ist, die Fahrt wird nicht richtig vorbereitet und ich denke, das müsste in einem Elternabend vorbereitet sein. Ich denke, man müsste auch eine Einladung an die Eltern machen, ob vielleicht Lust hat, Eltern mitzufahren. So habe ich es in der jüdischen Schule gemacht. Und es wird nicht richtig nachbereitet. Ja. Und es wird immer so, aus meiner Sicht auch so, diese Zeit, als es die Zeitzeugen noch wirklich viele gab und viele Auskunft geben konnten, dann hatte man in dem Gespräch natürlich eine große Empathie und Mitleid und sehr emotionale Zuwendung zu den Zeitzeugen. Aber man hat nichts über die Shoah gelernt, sondern es war das persönliche Schicksal und das reicht meiner Meinung nach nicht aus. Ja, und das ist eben so, diese andere Seite ist, nur Fakten vermitteln, ohne einen emotionalen Bezug zu erzeugen, funktioniert auch nicht. Und wie lernen Lehrer das? Na, in der Lehrerausbildung, aber da kommt das Thema nicht vor. Ja, so wenig wie gehe ich mit Antisemitismus um oder Rassismus. Also wie gesagt, es braucht eine gewisse Balance zwischen dem Faktischen und dem Emotionalen. Und das zu vermitteln ist ja sozusagen, also es ist die Aufgabe des Lehrers, oder sagen wir, es ist eher die Herausforderung für den Lehrer. Ich würde auch gerne über die Lehrer sprechen. Frau Lorenz, wollten Sie vorher noch mal zur Vermittlung etwas loswerden? Sonst würde ich zu den Lehrern übergehen. Ich kann vielleicht noch zwei Aspekte hervorheben. Also einmal im Anschluss an, was Manfred Lewitt sagte, dieser Delegationszirkel, also die Familie erwartet, dass die Vermittlung in der Schule stattfindet und die Schule delegiert das zum Teil an Gedenkstätten und erwartet, dass da dann die entscheidende Erfahrung gemacht wird, in der dann etwas sozusagen ankommt. Und genau diese Art, was, glaube ich, gerade angedeutet würde, die Versuche von Schülerinnen darauf zu reagieren, eigene Bezüge herzustellen, werden vielleicht nicht umfassend erkannt oder eingeordnet oder aufgearbeitet in der Vor- und Nachbereitung. Genau, der zweite Aspekt, das eine ist die Frage, was wird unterrichtet, aber dann auch, wie wird das, was unterrichtet wird, reflektiert, wie werden die Materialien reflektiert, also aus welcher Perspektive wurden zum Beispiel Aufnahmen gemacht, welche Dokumente aus der Shoah werden eigentlich im Unterricht verwendet, also dieses ganze Spektrum Reflexion der Perspektive, aus der unterrichtet wird, sowohl die Unterrichtenden selbst als auch die Dokumente, die eben oftmals aus der Täterinnenperspektive sind in Unterrichtsmaterialien. Und der letzte Aspekt, auch hier findet viel Veränderung statt, aber auch bestimmte Literatur oder Filme, die lange Zeit verwendet wurden. Damals war es Friedrich, ist ein bekanntes Beispiel, aber auch andere, in denen halt bestimmte antisemitische Rhetoriken sich finden oder auch bestimmte Perspektiven reproduziert werden. Also man könnte da noch sehr viel zu sagen, aber das sind alles Dinge, die fortlaufend dazugehören zu dieser Reflexion. Ja. Ich möchte da gerade noch was ergänzen, wenn es geht. Also, was fehlt auch, ist, dass man sich mehr mit den Tätern auch beschäftigt. Es ist natürlich viel einfacher, sich in die Opferperspektive reinzuversetzen, aber es fehlt auch so diese Beleuchtung und diese Vertiefung. Was waren die Motive von Tätern? Was haben sie gemacht? Wie haben sie gelebt? Wie konnten sie diese schrecklichen Taten durchführen und dann abends mit ihren Kindern spielen? Das, finde ich, gehört auch zum Verständnis für die Zusammenhänge, die zum Holocaust geführt haben. Und natürlich auch geschichtliches Wissen, Vorgeschichte und natürlich in dem Falle auch die Geschichte des Antisemitismus, finde ich, kann man nicht davon trennen. Das ist völlig richtig. Ich würde gerne wie Sie auch schon angesprochen haben, Frau Lorenz und Herr Lewy, direkt auf die Vermittlung des Stoffes eingehen durch die Lehrer. Und Herr Goldschmidt, Sie haben auch Zeitzeugen angesprochen, Herr Lewy, Herr Goldschmidt, die aus Frankfurt ist und die Shoah im Versteck überlebt hat, ist heute Zeitzeugin an vielen Schulen und berichtet dort über ihr Schicksal. Und ihre Erfahrung, die sie mit dem Lehrerpersonal gemacht hat, hat sie in dieser Videobotschaft kurz geschildert. Bitte den Einspieler einspielen. Wie empfindest du die Lehrer und die Vorbereitung, die die Schüler erfahren haben?
Also die Lehrer, die ich erlebt habe in verschiedenen Schulen, das waren meistens Schüler der Oberstufe, haben die Schüler relativ gut vorbereitet und waren auch sehr empathisch, waren auch dabei bei den Gesprächen. Und ich finde schon die Tatsache, dass eine Schule einen Zeitzeugen einlädt, spricht schon für sich, was nicht viele Schulen machen. Und das spricht für die Tatsache, dass die Lehrer sich engagieren und die Schüler merken das auch, dass die Lehrer das ernst machen. Ob die Lehrer gut vorbereitet sind und die Schüler gut vorbereitet sind auf diese Zeit, da habe ich wirklich keine Erfahrung und ich weiß nicht viel darüber. Also ich finde, man hört bei Frau Goldschmidt heraus, dass es bei der Vorbereitung Schüler und auch seitens der Lehrer noch Platz nach oben gibt, was wir ja auch gerade ein bisschen festgestellt haben. Was wissen eigentlich Lehrkräfte über den Holocaust und wie können diese Lehrkräfte fit gemacht werden? Leo, könntest du nur aus deiner Erfahrung ein bisschen berichten, die du in den Recherchen und auch persönlich in der Schule gemacht hast? Fandest du, die Lehrer waren gut ausgebildet bei diesem Thema? Ich muss fairerweise sagen, dass meine Lehrer eigentlich ganz gut ausgebildet waren. Und zu meiner Zeit gab es auch intensiven Unterricht. Aber ich greife nochmal auf, was die anderen Redner vorhin gesagt haben. Das war mein Gefühl. Es war aber trotzdem immer im Geschichtsunterricht eine Distanz. Es gab die Nationalsozialisten. Und es gab sozusagen die Deutschen und der Holocaust, das waren die Nationalsozialisten. Also es wurde so sehr abstrahiert und dadurch wurde eine Distanz geschaffen und auch die Möglichkeit, so einen Unterricht zu ertragen. Aber natürlich habe ich, sind Recherchen und ein Film, den ich gemacht habe, ist natürlich eine Metapher auf das wahre Leben oder es ist eine geballte Konzentration von allem, was ich erlebt habe. Und ich habe natürlich eine überforderte Lehrerin in diese Gesprächsrunde eingebracht, die natürlich von allen den Schwächen, die ich immer wieder weiter gehört habe, also zusammenfließt. Und wahrscheinlich gibt es, also sozusagen diese Lehrerin ist dieses Konzentrat und wahrscheinlich aus Erzählungen von meinen Kindern und auch aus der ganzen Zeit, die ich erlebt habe, sind immer wieder solche Lehrer begegnet. Aber ich persönlich hatte bessere Lehrer, muss ich ehrlich sagen. Ich bin aber einfach nur schockiert, wie wenig immer wieder auch in der Diskussion auch die jugendlichen Schauspieler oder die Darsteller, wie wenig, sie wussten letztendlich, ja, und wie distanziert sie letztendlich, also sie waren einerseits sehr interessiert und wir hatten sehr viele Gespräche geführt, aber ich habe wirklich tatsächlich, und das waren alles auch Abiturienten, wirklich auch Lücken entdeckt und es waren tolle Kinder, also will ich auch gar nicht sagen, aber ich war geschockt, wie wenig sie wissen. Leider. Insofern also Distanz nehme ich als Stichwort bei dir mit. Frau Lorenz, kann man Lehrer fit machen in diesem Hinblick? Weil es scheint ja nicht nur die Vermittlung von Geschichte zu sein, sondern natürlich auch die Vermittlung von etwas anderem, wie Sie auch gesagt haben, einer emotionalen Erwartung. Und geht das alles zusammen oder verlangen wir da zu viel? Genau, auch das wurde eben schon kurz angesprochen, es gibt ja eine größere Studie der FU von Nägel Kahle vor 2 Jahren, die deutlich gemacht hat, dass Lehrer in Deutschland das Studium beenden können, ohne Seminare über den Holocaust besucht zu haben. Und andererseits gibt es Lehrer, die sehr, sehr engagiert in der Schule Projekte machen und so weiter. Darum ist der Stand der Ausbildung da ist anscheinend auch noch viel Raum. Und ganz konkret, was zu vielen scheint im Umgang mit Shoah, aber auch mit Antisemitismus an Schulen, dass der Einstieg in einer Post-Shoah-Gesellschaft wie Deutschland, in der die Shoah und ihre Auswirkungen ja sehr präsent im Alltag sind, und in Familien, in Andeutungen, in Begriffen und so weiter, dass der Zugang eigentlich über den eigenen Bezug entstehen muss,
und dann, um den überhaupt dann sozusagen weitergeben zu können. Das wäre sicher ein Aspekt in der Lehramtsausbildung, der sich auch schlecht in einer kurzen Fortbildung nachholen lässt. Das eigene in Beziehung setzen zum Gegenstand, die eigene Biografie in Bezug auf Shoah, Nationalsozialismus, die Perspektive, die ich vermittelt bekommen habe und so weiter, das sozusagen als Ausgangspunkt zu nehmen. Und Lehrer schildern tatsächlich auch in biografischen Interviews, dass sie zum Teil als Jugendliche dann eine große Faszination für die Shoah entwickelt haben, aufgrund von Büchern oder bestimmten Filmen, dann im Studium das zum Teil das Interesse verloren haben, dann aber selbst eine Art von Überwältigung, Überforderung erlebt haben, als sie vor einer Klasse standen und Themen wie beispielsweise auch Euthanasie oder Massenerschießungen und anderes vermitteln wollten und das auch körperlich zum Teil gespürt haben, dass sie da selbst quasi ihnen etwas fehlt oder sie einen Bezug haben, mit dem sie selber erst noch klarkommen müssen oder wo sie auch fortwährend Unterstützung brauchen. Also das wäre sicher ein Aspekt, der sowohl für Shoah als auch Umgang mit Antisemitismus gilt, dass es hier immer erstmal ein eigenes in Beziehung setzen zum Thema braucht, um dann auch sowas wie Materialien bearbeiten und vermitteln zu können. Ebenso wie, was in dem Film ja sehr, sehr gut, finde ich, verdichtet wird, auch Interventionen durchführen zu können an Schulen. Weil das wird in dem Film, finde ich, sehr, sehr deutlich, dass alle beteiligten Erwachsenen, also Schulleitung, LehrerInnen und auch die Schulaufsicht so stark bei sich sind und damit beschäftigt sind, ihrem Image und ihren Emotionen und ihrer Befindlichkeit. Und das ja nicht, weil sie völlig egoistisch sind, sondern weil da anscheinend etwas präsent ist, aber nicht versprachlich, nicht reflektiert wurde. Also das als einen Aspekt. Danke. Also Lücken bei der Ausbildung habe ich mir als Stichwort aufgeschrieben. Herr Levy, Sie leiten das Pädagogische Zentrum des Jüdischen Museums. Nein, stopp, ich muss es korrigieren, sonst kriege ich Ärger mit meiner Chefin. Das gibt es nicht mehr. Ich leite nur die Bildungsabteilung im Jüdischen Museum. Das Pädagogische Zentrum, was auch für das Fritz-Bauer-Institut tätig war, ist aufgelöst. Also nur Jüdisches Museum. Die Klarstellung. Also Sie leiten die Bildungsabteilung des Jüdischen Museums und kommen Schulen, Lehrer, treten an Sie heran, weil Sie auch das Gefühl haben, als Lehrer oder als Schule, dass Sie dieses Thema nicht mehr vermitteln können? Ist das auch eine Motivation, zu Ihnen zu kommen? Wäre eine, wow, eine sehr differenzierte, das wäre schon eine starke Selbsterkenntnis. Bevor ich es mache, merke ich, dass ich es nicht kann und was falsch mache. Nein. Also es ist schon, Lehrer haben schon ein Bewusstsein und sie kommen deshalb, weil sie zum einen authentische Dokumente, authentische Orte in Frankfurt vorfinden, bei denen an denen man erklären kann, wie die Deportation zum Beispiel funktionierte in Frankfurt, wie die Mehrheitsgesellschaft zugeschaut hat, wenn die Juden von Frankfurter Bahnhof zur Großmarkthalle geführt wurden und hinterher sagten, wir haben das nicht mitbekommen. Das ist schon sehr bewusst. Wo ein Problem ist, einmal, das Jüdische Museum ist kein Holocaust-Museum, das ist also das ist einmal die Gefahr, dass man das Thema Judentum jetzt allgemein nur mit Shoah verbindet oder Antisemitismus jetzt inzwischen auch. Und zum anderen, dass man denkt, dass so ein Besuch oder ein Workshop schon irgendwie all das ersetzen würde, was in der Klasse passieren kann und soll. Und dann passiert es eben so, dass Frau Lorenz hat dieses schreckliche Buch genannt, damals war es Friedrich, was leider noch immer in neuen Ausgaben in vielen Schulbibliotheken im Klassensatz vorhanden ist und benutzt wird, dass man da ein falsches Bild über Juden zwar bekommt, aber dieses Bedürfnis hat sofort, jetzt gehen wir ins Jüdische Museum, weil diese armen Juden, was die alles erlitten haben. Und da werden wir dann uns in Klasse 5 oder 6 schon mit der Shoah beschäftigen, ohne dass irgendwelche Kenntnisse geschichtlicher Art oder politischer Art vorliegen. Und das sind eben Sachen, wo wir dann auch versuchen zu beraten und es abzuwenden. Wir müssen aber heute noch reden, wir müssen noch irgendwann diesen Klassenraum, diesen Lernort Schule verlassen und gucken, wie sieht es denn draußen aus? Ich meine, wie kann es, was passiert denn gerade bei uns mit Geschichtsrevisionismus und warum soll das vor der Klassentür stehen bleiben? Also wir haben auch Einflüsse, die von außen sind, mit denen Lehrer zu kämpfen haben, weil wir auch teilweise Schüler haben, deren Eltern
sehr fragwürdige politische Meinungen haben, die auch aktiv gegen bestimmte Vermittlungsformen und Inhalte gegen Lehrerinnen sprechen. Und das wird auch meiner Meinung nach, nimmt das zu. Ja, und es nimmt nicht nur aus politischer Motivation zu, sondern überhaupt die Geschichtskenntnisse fehlen. Wie kann die Bundesbahn überlegen, ob sie einen Intercity mit Anne Frank bezeichnen will? Sie können im Internet T-Shirts kaufen mit der Aufschrift Zyklon B. Modefirmen geben den Slogan raus, jedem das Seine als Motto. Das sind alles Sachen, wo ich denke, wow, also da kommt schon ganz viel passiert da außerhalb der Schule und wovon die Schule aber nicht irgendwie gefeit ist und auch nicht bewahrt werden kann, dass diese Einflüsse auch reinkommen. Puh. Wie Sie gesagt haben, vieles prasselt auf die Schüler ein, was auch außerhalb der Schule sich befindet. Und lassen Sie uns vielleicht einen Blick auf die Schüler werfen. Bei der Vermittlung des Holocaust sollen keine Kompromisse eingegangen werden, so fordert das die Familienministerin Giffey kürzlich in der Presse. Im Film Das Unwort wird gezeigt, mit welcher Gegenwehr die Lehrerin von Teilen der Klasse konfrontiert wird, als sie das Tagebuch der Anne Frank mit ihrer Klasse lesen möchte. Frage an die Runde. Sind das Ausnahmesituationen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Leo, möchtest du wieder beginnen? Ja, also das liegt mir natürlich, weil Frau Lorenz und Herr Levy etwas gesagt haben, was mir natürlich, ich auch diese Erfahrung gemacht habe. Der Antisemitismus, auch Antisemitismus in Deutschland, ist älter als die Shoah und der Shoah-Unterricht. Und das spürt man tatsächlich. Und dass diese Erfahrung, das war das Erschreckende und diesen Teil, den ich einfließen lassen wollte in dem Film, ist, dass auch eine Art Verrohung gerade geschieht. Und das, was auch Schüler sagen, also zu unserer Zeit, also dass diese Sprüche, das haben wir bis zur Vergasung gemacht und Ähnliches, kommt ja immer wieder. Also ich kann mich zu meiner Schulzeit nicht vorstellen, dass es sich jemand getraut hätte, im Unterricht zu sagen. Aber heute wird das immer mehr gesagt. Und da gibt es so eine Einstellung, und da steht natürlich ein Lehrer vor einer Klasse, wo ein ganz anderes Bild entsteht. Ja? Und ich habe die Erfahrung gemacht, natürlich war mein Film und die Prämisse oder die Frage damals, als ich gefragt wurde, diesen Film zu machen, ging natürlich in erster Linie um Antisemitismus an Schulhöfen, und der basiert auf vielen Reportagen oder Berichten, die aus dem islamischen Raum oder muslimischen Raum kommt. Aber ich habe die Recherche gemacht, dass auch in gutbürgerlichen Gymnasien in Dahlem und Zehlendorf immer wieder jüdische Schüler sich irgendwelche latent antisemitischen Sprüche gefallen lassen müssten. Alle lachen, und dann ist es halt nur unter dem, wenn man sagt, hey, wieso sagt ihr sowas? Dann ist es ja, ist doch nur ein Witz. Ja? Und es wird dann immer größer. Immer dieser Witz und immer das Lachen und sich immer mehr herausnehmen wird immer größer. Und da habe ich einfach festgestellt, dass ein gewisser latenter Antisemitismus in großen Teilen der Gesellschaft verbreitet ist, ohne dass sie es überhaupt zugeben möchte. Ja, natürlich sind alle weltoffen, alle sind heute Kosmopoliten, aber da schwillt irgendwas an, und das spiegeln die Jugendlichen oder wieder, die einfach sowas sagen und das immer als Witz sozusagen sich damit immer schützen. In der Meinungsfreiheit des Humors. Aber das ist schon ziemlich hart, und da stehen natürlich Lehrer vor einer ziemlich großen Herausforderung. Und das ist das, was ich auch sagen wollte. Ich meine, das ist eine Gesellschaft, die das zulässt, auf jeder Ebene, auf einerseits der Ebene der natürlich der Schule oder auch Lehrer oder Direktoren, die wegschauen, aber auch Eltern, die sowas überhaupt zulassen, breitet sich auch ein wirklich aggressiver Antisemitismus aus. Und das ist die Gefahr. Also wenn der Umgang mit der Shoah über dieses, sagen wir mal, dieses dieses Witze machen und darüber breitet sozusagen auch oder vereinfacht auch sozusagen das Eingehen in antisemitische Bemerkungen und auch das Sprechbarmachen von denen. Ne? Das hast du gerade gesagt. Und ich wollte sagen, obwohl dein Film natürlich sehr stark den Aspekt Antisemitismus hat,
finde ich, dass sowohl in deinem Film als auch in einem anderen sehr erfolgreichen Film, der zur selben Zeit entstanden ist und die ähnliche Thematik hat, nämlich Mazeltov Cocktail, entsteht der gesamte Konflikt erst dann, als es um die Shoah ging. Davor war man, ne, da war man irgendwie doch zusammen und so weiter, aber die Shoah sozusagen als Trennung, als trennendes, als sozusagen Konfliktbereiter. Und das ist mir so aufgefallen. Aber warum, und das habe ich mich immer gefragt, warum ist gerade bei diesem Thema Shoah, wo im Grunde genommen es klar ist, die Nationalsozialisten ist das Übel per se, die Juden haben unheimliches, immenses Leid erfahren. Das ist, sagen wir mal, in einer gewissen Weise unstrittig und trotzdem ist es so ein Boden für so viel Emotionen, für sozusagen, wo Konflikte sich dann heraustun. Herr Levy, Frau Lorenz, haben Sie, was würden Sie dazu sagen? Warum ist das so? Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich denke mehr, dass Shoah ist nicht der Hauptaufhänger, sondern das Thema Jude. Und mit Jude gibt es ganz viele Bilder im Kopf, sehr viele stereotype Vorstellungen. Ich sage nicht Vorurteile, weil es gibt gar keine Begegnung meist, also konnte man sich gar kein Urteil bilden und das auf alle übertragen. Und ich glaube, diese Bilder, ich erlebe ja auch, dass, das sieht man so ein bisschen an der Diskussion um was Nahostkonflikt, dass man so eine bestimmte Vorstellung von Juden hat, gerade jetzt auf die Shoah bezogen, das waren die Opfer und die Armen, die haben sehr gelitten, die können nie mehr etwas tun, was unrecht ist. So, und jetzt ist nach deren Meinung plötzlich das, was die Israelis mit den Palästinensern machen, wird verglichen mit dem, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Das heißt, da ist eine Erwartung da und das ist für mich so, ja, genau diese Vorstellung über Juden, dass sie bessere Menschen sind und wenn sie das nicht sind, sind sie ganz böse. Und dann war es vielleicht doch richtig, was passiert ist. Das Ganze ist alles sehr fragmental und kann bei Jugendlichen aus meiner Sicht doch einfacher dekonstruiert werden, wenn man sich die Mühe macht, als bei Erwachsenen. Aber ich glaube, bei vielen, die deren Eltern oder sie Migrationserfahrung haben, ist das Thema Shoah nicht so Mittelpunkt des Konflikts, sondern es geht um Juden und die Bilder über Juden, die Fremd- und Feindbilder. Das, so empfinde ich das. Und das ist auch immer so, was ich im Gespräch mit Jugendlichen rausbekomme. Und ich muss jetzt mal sagen, Herr Kasin, auch wenn ich jetzt kein Fan war von Ihrem letzten Film, bin ich ein absoluter Fan von Ihrem Film immer noch, Kaddisch für einen Freund, und den ich in vielen Workshops schon eingesetzt habe als Aufhänger für eine Diskussion über ganz verschiedene Konflikte, die da angesprochen werden. Und das ist zum Beispiel für mich ein Medium, auch ein Hinweis, wie kann man damit umgehen. Und da ist gerade das Medium Film aus meiner Sicht sehr, sehr geeignet. Was sind denn Ihre Erfahrungen, wenn Sie den Film Kaddisch für einen Freund? Also meine letzte, da hatte ich fast Gänsehaut. Ich mache das so, wir schauen den Film, dann lege ich Karten aus, wo die Personen nochmal aufgeführt sind, damit sie so als Einstieg erstmal was zu den Charakteren sagen im Film. Und dann gibt es die zweiten Karten in einer anderen Farbe, die Konflikte, die dieser Film anspricht, also Jude, Muslime, Nakba, Shoah, und das wird dann einfach ausgelegt und die Schülerinnen nehmen sich eine Karte, über die sie reden wollen, und dann kommen wir ins Gespräch. Das letzte Gespräch, das ging allerdings relativ schnell, war dann, dass sie über ihre Großeltern gesprochen haben, und ein Mädchen fing an und sagte, also ich weiß, dass meine Oma ist rassistisch und bringt Beispiele, was sie so von sich gibt. Wie soll ich mich denn da verhalten? Ich mag sie doch und trotzdem sagt sie so etwas. Ja, das war so. Und da fing dann an, auch andere über ihre Eltern teilweise sogar zu reden, die bestimmte Ausdrücke gebrauchen, die sie nicht gut finden. Aber es war eine große Verunsicherung, wie sollen sie sich verhalten? Und ich fand es toll, dass der Film so ein Medium eröffnet hat, dass Schülerinnen über ihre privaten Gedanken und Probleme zu dem Thema Antisemitismus, Rassismus reden. Und das finde ich sehr, sehr gut.
Und wir werden dann das, auch. Sorry, ja, ich mach's weiter. Ja, nee, das war so. Also es gibt schon Wege, wie man arbeiten kann. Und ich sage nochmal, es ist auch so, also wir reden nur über, das sind die Vorfälle oder das ist das, was an Problemen da liegt. Aber es gibt ja auch jetzt in Hessen zum Beispiel Reaktionen, wie was kann man machen. Zum Beispiel, dass es gibt eine Meldepflicht für Vorfälle ans Kultusministerium, was jetzt nicht nur so ein Melden ist, sondern das hat dann Folgen. Gerade bei schweren Verstößen denke ich, es hat auch eine Strafe. Man sollte auch diese Mittel zeigen, das ist die Grenze soweit und es geht nicht weiter, so etwas zu sagen, zu handeln. Es gibt in Hessen eine Netzwerklotsenausbildung, das heißt Lehrerinnen, das sind immerhin jetzt, glaube ich, 350 Lehrerinnen in allen von hessischen Schulen, die sich selbst zum Experten machen für das Thema Antisemitismus in Form von Fortbildungen, vielen Modulen und Rassismus, die dann Ansprechpartner bei Konflikten auch in der Schule sind und in Fortbildung für Interne, für Lehrerinnen. Also das gibt es, man hat das schon erkannt, dass man was tun muss. Und da gibt es in Hessen die Zusammenarbeit zwischen Innenministerium, also eine Sondereinheit, HKE, Kompetenzzentrum gegen Extremismus und das Kultusministerium. Also es ist schon auch eine öffentliche Wahrnehmung da mit Reaktionen, dass man die Situation verändern will. Genau. Also Reaktion, Aktion ist da. Sie haben den Film Kaddisch für einen Freund angesprochen, den werden wir dann auch verlinken, soweit möglich. Und ich wollte Frau Lorenz auch noch fragen, ist die Shoah im Unterricht, wenn sie als Unterrichtsstoff genommen wird, ist die ein Konfliktstoff? Ist das ein Treiber eines Konfliktstoffs? Was ist Ihre Ansicht? Also einmal ist Schule ja kein eigener Raum, sondern Schule ein Abbild sozusagen dessen, was auch sonst in der Gesellschaft ist, aber dennoch wirken in Schule nochmal spezifische Legitimationsfiguren, was eben auch schon genannt werde, dass Äußerungen als Pubertät verstanden werden oder als Jugendphänomen und so weiter eingeordnet werden, weswegen dann bestimmte Äußerungen im Klassenraum vielleicht anders aufgenommen oder eingeordnet werden. Was in den Studien deutlich wird, ist, dass Lehrerinnen dann aber eher über Kollegen, wird es eher gesagt, sowohl Shoah als auch Nahostkonflikt, als auch, was Manfred Liebig gesagt hat, generell, wenn irgendwie das Wort Jude fällt, dass das ein emotionalisierender Moment in der Klasse sein kann, auf den Affekte erfolgen, emotionale Reaktionen. Und hier ist vielleicht nochmal wichtig, das sagen Lehrer nicht nur über ihre SchülerInnen, sondern zum Teil auch über Kolleginnen, dass sie von Kollegen verschwörungsmythische Videos geschickt bekommen und so weiter. Also hier müssen wir vielleicht manchmal diese Trennung, das finde ich selbst, in diese Deutung als Jugendproblem sozusagen verfallen. Genau, und dieses Moment, dass bestimmte Themen wie Shoah, aber auch tatsächlich Nahostkonflikt so eine Art Trigger sind, um den herum sich dann Vorfälle oder also Übergriffe, eher der Begriff des Vorfalls ist auch problematisch, weil der so eine Herausgehobenheit suggeriert, manifestieren, das wird tatsächlich sehr viel beschrieben, dass also rund um den Unterricht, nicht unbedingt im Unterricht selbst, aber im Kontext dieses Unterrichts dann vielleicht im Klassenchat oder in der Pause es zu Übergriffen kommt und eben auch oft ein Moment ist, und das bildet der Film ja auch sehr verdichtet ab, ein Film, in dem jüdische Schüler und Schülerinnen verletzend adressiert werden, zum Teil auch durch Lehrer, wie ist es bei dir oder was möchtest du dazu sagen, also ihre Perspektive besondert wird, aber auch Verletzungen nicht wahrgenommen werden, die dann von den Schülern im Ort Schule gar nicht, wo sie gar keine Resonanz drauf finden, sondern die dann vielleicht woanders erklären müssen. Also es ist sicher ein Ort um den, oder ein Thema, um das herum dann viel passiert in Schule und für das LehrerInnen entsprechend sensibilisiert sein müssen, was sie durch Wortwahl, durch Materialwahl, was da sozusagen ausgelöst wird. Und eben auch da nicht nur auf Schüler bezogen, sondern auch bei sich selbst. Ne? Also dass sie vielleicht auch was vermitteln, übertragen an Emotionen, an Affekten, durch eine bestimmte moralisch appellative Einführung von Themen, was wir in dem Film auch erleben, auch auf der Ebene. Wie Sie gesagt haben, keine richtige Trennung zwischen Schule und Gesamtgesellschaft. Beides geht ineinander über und trifft sich dann nicht nur im Schulunterricht, sondern dann auch in Pausen und so weiter. Das heißt, im peripheren Schulbereich. Und ich möchte da auch auf den einen Punkt eingehen, auf den auch die Familienministerin eingegangen ist. Das fand ich ganz interessant, wo sie sagte, nicht nur Schulen und Klassenzimmer, sondern auch Schulhöfe. Und da möchte ich gerne darauf zu sprechen kommen. Und ich glaube,
Leo hatte das in einer gewissen Weise schon angedeutet. Seit einigen Jahren wird das Wort Jude als Schimpfwort genutzt. Und was eine Holocaust-Überlebende, also über Goldschmidt, darüber denkt, sehen wir jetzt in der nächsten Videobotschaft. So, wie kommt es bei dir an, wenn man weiß, dass, wenn du hörst, dass Jude auf dem Schulhof ein Schimpfwort ist? Ja, da jetzt muss ich sagen, das berührt mich sehr emotional. Ich habe selber Enkelkinder auch in der Schule, die das auch erlebt haben, aber die irgendwie anders damit umgehen, weil sie ganz selbstbewusste Juden sind und ihr Judentum nicht verstecken und Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das ist die Antwort für junge jüdische Menschen, dass sie selbstbewusst mit ihrem Judentum umgehen und das eigentlich so Parole bieten kann von denen, die antisemitisch sind oder Holocaustleugner sind, was es auch leider auch in den Schulen sich manchmal bemerkbar macht. Also die Enkelkinder einer Überlebenden im aufgeklärten Frankfurt machen also leider diese Erfahrung. Und das ist also anscheinend auch keine Randerfahrung. Und ich wollte Sie fragen, was bedeutet das eigentlich für jüdische Schulkinder, wenn sie damit in Berührung kommen? Was sind Erfahrungen, die Sie teilen können? Leo, wenn du magst, kannst du beginnen. Oder Herr Levy? Also ich würde dazu sagen, dass es natürlich habe ich mich mit dem, also mit diesem Phänomen auch bei Kaddisch für einen Freund und jetzt auch beim Unwort natürlich damit beschäftigt. Das Problem ist halt nicht der Unterricht oder nicht, das Problem ist natürlich das Jude als Schimpfwort. Das kommt also, das ist natürlich in der Subkultur extrem in Berlin, kommt nicht unbedingt, also ich muss ehrlich sagen, das kommt jetzt nicht unbedingt aus der deutschen Gesellschaft, sondern aus dem muslimischen Raum von Jugendlichen, die das reingebracht haben. Aber man merkt natürlich, dass es die gesamte Subkultur, Hip-Hop-Musik, Antisemitismus sehr groß, und das wird dann aufgegriffen, ja, also wie in der Musik, sag ich mal, Drogen thematisiert werden, wird das sozusagen antisemitische Beschimpfung genauso beschimpft, also Jude oder du Hund, du Jude, es bedeutet nicht immer als Beschimpfung, sondern es bedeutet etwas Negatives. Und das greifen plötzlich, und das Interessante ist, dass es jetzt Jugendliche jeder Schicht, jeder Couleur aufgreifen und es einfach benutzen, ohne sich überhaupt dieser Wirkung bewusst zu sein. Ja, das wird einfach dahergesagt. Und das hat mich schockiert. Und das schockiert mich immer noch. Also, Herr Levy? Ich glaube nicht, dass es nicht nur eine geschichtliche Relevanz hat, das hat auch Herr Levy aufgegriffen, das ist insgesamt ein gesellschaftliches Problem, und auch Frau Lorenz sagt, also wenn Lehrer Verschwörungsvideos schicken, also es gibt eine Art, das ist Antisemitismus, der so, aus so vielen Facetten, aus so vielen Schichten kommt, der sich immer mehr, wie so ein Schneeballsystem, immer größer wird und sich immer zusammenballt, ja, und das ist das große Problem, das ist plötzlich auch, wenn man das Jugendlichen sagt, also sie sagen, naja, die empfinden aber nicht mal was Schlimmes, oder sie sehen da, also das ist so eine Art fehlende Empathie, die immer größer wird, sie wissen überhaupt nicht, was sie damit sagen, ja, und das ist so schrecklich. Also wie Leo betont, also aus vielen verschiedenen Ecken der Gesellschaft kommen diese, sagen wir mal, antisemitischen Sprüche. Was tut es mit jüdischen Schülern, Herr Levy? Ja, zum einen denke ich, die meisten, die mit Du Jude beschimpft werden, sind nicht jüdisch, weil es gibt nicht viele jüdische Schüler in öffentlichen Schulen und die meisten sind in jüdischen Schulen inzwischen. Das hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Ich kenne das Schimpfwort als Lehrer seit 15 Jahren. Ich mache das immer Teil eines, wenn also Lehrer rufen an, Lehrerinnen, können wir einen Workshop haben zum Thema Antisemitismus, weil ich höre so viele Sprüche in der Klasse, auf dem Schulhof, also in der Klasse mehr.
Und dazu gehört dann Jude, du schwuler Jude, Judenaktion. Okay, und dann, nachdem wir die Gruppe mir so ein bisschen vertraut ist und ich ihnen, dann konfrontiere ich sie mit diesen Schimpfworten, so auf einer Folie, in einer Präsentation und warte erstmal ab, was passiert. Ja, und dann fängt es schon an, wenn die Stimmung gut ist, dass man sagt, ja, das habe ich schon gehört, aber ich sage das nicht, aber ich habe das schon mal gehört bei uns. Okay, versucht man das zu dekonstruieren. Ja, was weißt du über Juden? Wieso kommst du darauf? Das ist alles sinnlos, weil die Schüler, das gehört zur Jugendsprache inzwischen. Und also aus meiner Sicht kann das nur angegangen werden, wenn die Schule sich auf den Weg macht und überlegt, wie gehen wir als Schule damit um? Wie gehen wir mit Schule mit Antisemitismus um? Und da müssen Diskussionen innerhalb der Schule stattfinden und das muss ins Schulprogramm, wie die Schule damit umgeht, was macht sie. Ich kenne einen Fall von einer Schule in Offenbach oder war es Hanau, ich weiß nicht mehr, schon ein paar Jahre her, da hat ein Lehrer dann einen Elternbrief geschrieben einen Brief an die ganze Schulgemeinde, dass er solche Ausdrücke, dass es nicht an ihrer Schule geduldet wird und das passiert, wenn das publik wird. Und die Lehrer sensibilisierten Lehrerinnen auch dann zu reagieren und die Stopptaste zu zeigen und eine Reaktion zu zeigen, dass das nicht geht. Ja? Ich würde nicht unbedingt sagen, dass der Gebrauch, dass man, also ich würde nicht unterstellen sofort, dass es antisemitisch ist. Ich kann Aviva Goldschmidt als erste Generation absolut verstehen. Ich selbst bin zweite Generation und möchte eigentlich bewusst irgendwo ein Selbstbewusstsein. Ich möchte auch als Jude nicht als Opfer sein und mich darüber beschweren, sondern ich möchte versuchen aufzuklären, warum das Mist ist, so etwas zu sagen, warum und was für Empfindungen da man bei anderen auslösen kann, wenn sie das hören. Das ist für mich so. Also ich möchte nichts mit Bestrafung eigentlich in dem Sinne sehen, sondern ich möchte, dass man, und das kann man nicht in zwei Sätzen, das sagt man aber nicht oder so erklären, sondern das muss irgendwo logisch aufgebaut sein. Ja? Und das ist eben, wo es im Schulalltag keine Räume für gibt. Ja, im Schulhof, in der Pause, 15 Minuten Klingeling und dann schnell rein. Der gehört doch gar nicht zu meiner Klasse, was der das gesagt hat. Auch nee, dann lasse ich es lieber im Unterricht. Ja, soll ich. Ich habe es erlebt, meine erste Stunde von der jüdischen Schule in die öffentliche war in der Schule im sozialen Brennpunkt. Englischunterricht, 8. Klasse, Grundkurs, bitte schreibt euren Namen auf. Da schrieb der erste Adolf Hitler auf sein Zettelchen, auf sein Namensschild. Ja. Und da habe ich auch lange überlegt, was machst du jetzt? Fängst jetzt an, da rumzudonnern? Und ich habe gar nichts gemacht. Ich habe es einfach so gelassen und habe ihn nach der Stunde zu mir ins Büro bestellt und mit ihm geredet, warum er das gemacht hat. Und das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, besonders als ich seine Eltern einlud. Und da wusste ich, warum jemand so etwas macht, weil die Eltern genau diese Einstellung auch hatten, dass das irgendwie, dass ihr Kind von Juden eigentlich nicht unterrichtet werden sollte. Und da gab es schon eine Diskussion bei uns auch in der Schule, wie gehen wir damit um? Und das fehlt mir oft, dass Lehrer oft Angst haben, ja, ich möchte da jetzt nicht noch so einen Ärger haben und das kostet mich nur Zeit und so. Und sie werden allein gelassen. Und in dem Moment, wo es, denke ich, ein Konzept in der Schule gibt, was man nachlesen kann, was Eltern, die ihr Kind anmelden an der Schule, auch wissen dann, dann finde ich, das ist eine Hilfe und das sollte man, das sage ich auch schon Jahre und ich vermisse es immer noch, dass die Schulen sich da auf den Weg machen. Aber nochmal zurück, was macht das mit jüdischen Schülern? Bei also jüdischen Schülern ist es ja auch so, dass sie nicht erkannt werden wollen. Also wenn ich an eine Schule gehe und ich kenne einen Schüler aus der jüdischen Gemeinde, passiert es mir oft, dass er sagt, Herr Levi, bitte sagen Sie nicht, dass ich jüdisch bin, weil das weiß die Klasse nicht, weil ich habe Angst und es ist begründet, dass ich da vor Mobbing und das passiert. Ja, das ist ja auch passiert in Berlin, was ein bisschen auch so eine Grundlage für das Unwort war, dieser Fall mit dem Jungen, der nachdem geoutet hat im Ethikunterricht, dass sie in die Synagoge gehen und da Juden sind, was dann passiert ist. Nur hat er sich leider nicht gewehrt oder wehren können, sondern er wurde abgemeldet und ist jetzt sogar in Israel in der Schule, so wie ich gehört habe. Das heißt, und warum hat die jüdische in Frankfurt, die jüdische Schule, man hat jetzt eine Oberstufe im Abitur, so aus, ja, weil man Angst hat, Schüler dann in öffentliche Schulen zu schicken. Und diese Angst ist berechtigt. Machen Sie weiter.
So, Frau Lorenz, was sind Ihre Erfahrungen dazu? Vielleicht passend oder ergänzend dazu, wir haben eine kleine Studie gemacht mit Marina Schernivski und Johanna Schweizer über Antisemitismus an Schulen aus der Perspektive junger jüdischer Erwachsener und ihrer Eltern. Die kommt auch in den nächsten Tagen raus. Und was da das auch nochmal bestätigt, dass viele junge Erwachsene sagen, in der Schulzeit selbst, es zeigen sich sehr, sehr unterschiedliche Umgangsweisen. Es ist gerade ein Schutz, auch offen zu zeigen, ich bin Jude, aber viele beschreiben eben auch genau das. Ich habe es eher versteckt oder darauf geachtet, das nicht zu zeigen. Also die Umgangsweisen sind sehr unterschiedlich, aber was alle gemeinsam haben und auch die Eltern, und das ist, glaube ich, nochmal wirklich wichtig, in Schule zu berücksichtigen, das Vordenken möglicher Übergriffe, dass sich darauf einstellen, dass Eltern vorab nachfragen in der Schule, wie wird damit umgegangen, also diese Antizipation möglicher Übergriffe. Und Schüler oder ehemalige Schüler auch beschrieben haben, in der Schulzeit selbst haben sie sich so wenig geschützt gefühlt, weil sie gesehen haben, wie mit anderen Gewaltformen umgegangen wird, dass sie das Gefühl hatten, mir wird hier eh keiner helfen, wenn ich als Jude beschimpft werde. Und das oft erst im Rückblick auf ihre Schulzeit dann auch eingeordnet haben, im Austausch mit anderen, also so eine rückblickende Einordnung erfolgte. Genau, und das mit den schulischen Konzepten wiederum wird in der Studie mit Lehrern sehr deutlich, die das ganz überwiegend beschreiben. Es gibt kaum schulische Konzepte. Einige haben Konzepte allgemein auf Diskriminierung bezogen. Und dadurch liegt es ganz stark bei den Lehrern selbst, wie sie reagieren, wo sie darauf reagieren. Und das wird ja auch in dem Film sehr verdichtet dargestellt. Ne? Die eine Kollegin, die dann weggeht bei der Szene. Also genau, deswegen, wenn wir über LehrerInnen reden, wir immer den Rahmen Schule, Konzepte, Unterstützung mitdenken müssen. Danke, also ich nehme mit, im Grunde genommen wenig Konzepte an den Schulen, die damit gut umgehen können. Ich möchte zum Schluss kurz nochmal zusammenfassen. Also in Politik und Gesellschaft wird die Bedeutung der Holocaust-Vermittlung der Shoah hervorgehoben. Aber wie ich auch den Gesprächsteilnehmern entnommen habe, müssen wir gleichzeitig feststellen, dass es erhebliche Mängel gibt bei der systematischen Aus-Weiterbildung von Lehrkräften. Und es ist eben oft dem Zufall überlassen oder dem Engagement Einzelner, ob die Vermittlung der Shoah im Klassenraum gelingt oder ob Lehrkräfte die Kapazität haben, diese relativierenden oder auch antisemitischen Äußerungen zu begegnen. Damit auch die Erinnerung an die Shoah bei zukünftigen Generationen fest verankert wird. Ich möchte meinen Gesprächspartnern vielen, vielen meinen Dank aussprechen. Frau Lorenz, Herr Levi, lieber Leo, für eure Teilnahme. Chag Sameach, frohe Weihnachten, rutschen Sie gut rein, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch den Lockdown. Tschüss. Chag Sameach. Tschüss. Chag Sameach.